Ja, herzlich willkommen zum Webinar Knowledge Badge Barrierefreie Lehren. Ich bin Gottfried Zimmermann, bin Professor an der Hochschule der Medien und leite auch das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wir sind ungefähr 15 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier und haben auch studentische Hilfskräfte noch zusätzlich und wir finanzieren uns nur durch Aufträge, die wir von Kunden bekommen und Forschungsprojekte. Und eines dieser Forschungsprojekte hat, nämlich das Shuffle-Projekt, hat ein Knowledge Badge und auch einen Online-Kurs dazu erzeugt, entwickelt. Und das möchte ich heute vorstellen und es auch gleich so zeigen, dass Sie das auch schon nutzen können, sogar. Dazu gleich noch mehr. Also dieses Zertifikat, wir nennen das jetzt Knowledge Badge, damit wir nicht in Konflikt kommen mit den Zertifikaten von IAAP Global. Also IAAP ist die International Accessibility Association of Accessibility Professionals, so heißt International Access Association of Accessibility Professionals. Und da gibt es ja diese Zertifikate schon, zum Beispiel CPAC, WAS und ADS. Das ist so die Grundlagen und dann fürs Web und dann für Dokumente. Und wir machen sozusagen ein Zertifikätchen hier. Das ist nicht ganz so groß vom Lernumfang wie diese großen Zertifikate von IAAP Global. Aber es hat schon auch Umfang. Also bei den Großen, da muss man schon rechnen, 40, 60, 80 Stunden Lernaufwand. Bei unserem haben wir so ungefähr 25 bis 30 gerechnet, je nachdem, wie fit sie schon sind, vielleicht auch weniger. Aber wenn man so den Kurs macht, durchmacht. Und bei unserem Zertifikätchen oder heißt Knowledge Badge, barrierefrei lehren, da gibt es auch einen Online-Kurs dazu, da kann man alles lernen, da muss man sich nicht die Ressourcen selber zusammensuchen, wie das bei diesen großen Zertifikaten von IAAP Global ist. Da gibt es ja meistens nur einen Syllabus und man muss dann noch im Prinzip die Themen füllen und schauen, ob man die Inhalte herkriegt. Die Zielgruppen unseres Knowledge Badge sind Lehrende an Hochschulen, das ist die primäre Zielgruppe, aber auch Lehrende an Schulen, also Lehrerinnen und Lehrer, können sehr viel mitnehmen hier. Es gibt ein paar sagen wir, Lektionen, die sich jetzt speziell auf die Hochschule beziehen, aber das kann man auch sehr gut übertragen auf Schulen. Und generell ist natürlich auch eine Zielgruppe alle, die irgendwo am Thema interessiert sind. Und was wir halt festgestellt haben in unserem Projekt ist, dass es, das wissen wir auch, didaktische Barrierefreiheit eben in unserer Ausbildung für die Lehrenden eigentlich viel zu kurz kommt oder gar nicht auftaucht. Und deswegen möchten wir sozusagen so als Fortbildungsmaßnahme dieses Knowledge Badge anbieten, um Grundkompetenzen im Bereich digitale Barrierefreiheit zu lernen über ein Selbststudium. Und es bietet sich auch an, da einfach mit Lerngruppen anzugehen, das ist dann einfach auch motivierender und meistens nachhaltiger. Und es gibt eben auch ein Examen, also man möchte ja dann auch eben eine Bescheinigung bekommen, dass man erfolgreich das gelernt hat und das geht eben nur über ein Examen, wo man unter Aufsicht dann eben auch Fragen beantworten muss. Das ist eine elektronische Klausur, das sage ich später noch was dazu. Und der deutschsprachige Zweig von IAAP, nämlich der heißt IAAP DACH, also DACH für Deutschland, Österreich und die Schweiz, der unterstützt und teilt praktisch dieses Knowledge Badge aus. Und das wird auch demnächst auf der Website von IAAP DACH erscheinen. Es sind auch weitere Knowledge Badges geplant in der Richtung. Ich sage gerne Zertifikätchen, also kleinere Wissensnachweise oder Kompetenznachweise. Eines, das wir gerade vorhaben, noch erarbeiten, geht es dann um den EAA, European Accessibility Act.
Ja, wenn Sie ja auch an Hochschulen arbeiten, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, vielleicht manche, dann wissen Sie, dass eigentlich digitale Barrierefreiheit Vorschrift ist, gesetzlich für alle elektronischen Dokumente, übrigens auch an Schulen. Und dass wir ja ganz viel auch digital, mit vielen digitalen Anteilen unterrichten. Und wir haben in einer Umfrage festgestellt unter 179 Lehrenden an Hochschulen, dass nur 11% der Lehrenden bereits eine Schulung hatten zum Thema digitale Barrierefreiheit und noch weniger zu den rechtlichen Grundlagen digitaler Barrierefreiheit. Und dass ungefähr 2/3 sich wünschen, hier Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu haben und zu nutzen. Und Zertifikat ist von 25% der Lehrenden genutzt. Das ist auch schon recht hoch. Und da würde ich jetzt einfach live zeigen, wie dieser Online-Kurs, den wir erstellt haben in dem Projekt Shuffle, wie der aussieht. Und Sie können da tatsächlich drauf gehen. Sie müssen sich, ich gebe mal den Kurs, das ist ein MOOC, also Massive Open Online Course. Da kann man sich selber zuerst mal auf der Plattform registrieren und dann kann man sich dem Kurs zuschreiben, also dem Kurs beitreten, kostet nichts, alles kostenlos. Und dann kann man eben den Kurs durchmachen. Der gliedert sich in 4 Module. Ich mache mal gerade die Einstellung, die man sieht, wenn man Teilnehmer oder Teilnehmerin ist, so wie Sie das dann auch sehen. Und zunächst mal gibt es natürlich eine Begrüßung und ein Vorwort zum Kurs. Und dann haben wir 4 Module. Und ich gehe jetzt einfach mal rein. Also das erste Modul ist Grundlagen, das zweite Modul Vielfalt der nutzenden Bedürfnisse, Modul 3 Barrierefreiheit im Hochschulkontext und Modul 4 Tooling für Dokumente. Und dann gibt es noch Abschluss und Infos zum Examen. Wenn wir mal reinschauen, das Grundlagen. Modul, dann sehen wir, das hat insgesamt, wie viel sind es, 4, 8 Lektionen. Die Lektionen haben alle verschiedene Icons und man kriegt immer angezeigt, in welchem Zustand man sich befindet bezüglich dieser Lektionen. Also wenn ich da jetzt reingehe, dann gibt es verschiedene, also diese Frage, die kommt bei Ihnen nicht, weil die schon mal drin war. Aber wenn man schon mal drin war, hat man gefragt, ob man da weitermachen möchte. Habe jetzt ganz am Anfang gestartet. Hier, diese Lektion dauert schätzungsweise 27 Minuten, um sie durchzumachen. Es gibt ein Lernziel. Sie kennen und verstehen die wesentlichen Begriffsbestimmungen rund um das Thema digitale Barrierefreiheit. Und da gibt es jetzt hier im ersten Teil dieser Lektion einen Beitrag zu Beeinträchtigung oder Behinderung. Und dann sind immer auch die Quellen dabei, manchmal auch Verweis auf ein Video. Und dann kann ich eben weitergehen auf den nächsten Teil dieser Lektion. Da geht es um Barrierefreiheit. Und wenn ich dann weitergehe, komme ich praktisch jetzt durch alle Lektionen hindurch. Sie sehen, es gibt Texte, es gibt Bilder, manchmal gibt es auch ein Video. Und man sollte das halt dann aufmerksam lesen. Das ist etwas, was man am besten alleine macht. In der Gruppe kann man dann, und dann kommt am Ende einer Lektion immer Quizfragen, wahr oder falsch. Also man kann nochmal checken, ob man so ein bisschen auch was mitgenommen hat. Man soll nur die richtige Antwort ankreuzen. Die UN-Behindertenrechtskonvention definiert den Begriff Behinderung ausschließlich als körperliche Beeinträchtigung. Das ist nicht richtig. Behinderung liegt in der einzelnen Person, ist auch nicht richtig, sondern Behinderung ist ja etwas, was entsteht aus verschiedenen Komponenten. Und Barrieren in der Umwelt können aus einer Beeinträchtigung eine Behinderung machen. Ja, genau so. Dann reichen wir diese Frage mal ein und dann kriegt man auch sofort die Antwort. Richtig, steht hier Feedback richtig. Eine Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigungen und verschiedenen Barrieren in der Umwelt und Gesellschaft. So, und jetzt habe ich, ja, ich muss noch die anderen Quizfragen auch richtig beantworten. Und dann sehe ich auch in meinem, das können wir vielleicht noch machen hier, digitale Barrierefreiheit bezieht sich ausschließlich auf die Zugänglichkeit von Websites. Und das mit dem Gebäude und Rampen, dass es dann automatisch barrierefrei ist, ist auch falsch.
Bei der barrierefreien Gestaltung der Online-Lehre sollten die Beeinträchtigungen individuell betrachtet werden. Das ist vermutlich das Richtige. Ja, und dann können wir noch die dritte Frage. Meistens gibt es so drei oder vier Quizfragen. Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für Inklusion. Das scheint mir richtig zu sein. Wir können nochmal weiter schauen. Integration meint die Anpassung des Umfelds an die Bedürfnisse und Anforderungen jedes Individuums. In einer inklusiven Gesellschaft gibt es keine Unterschiede zwischen den Menschen. Das ist natürlich nicht richtig. Unterschiede sind da, nur wir gehen dann auf alle Menschen natürlich ein. So, reimen wir das mal ein. Auch das ist richtig. Und jetzt haben wir das Ende der Lektion erreicht. Und jetzt können wir zur Lektion zurückgehen. Und wir werden jetzt sehen, dass dir dann, ich muss jetzt ins Modul zurück, dass jetzt hier ein Erledigt erscheint, also auch ein bisschen Gamification dabei. Und wenn ich dann alles durchgemacht habe, auch mit allen Quizfragen, dann kann ich mir dann kann ich mich vorbereitet fühlen für die Prüfung. Und es gibt auch, das müsst ihr mal hier schauen, am Ende eines Moduls, Aufgaben, die man dann gemeinsam machen kann, müsst ihr jetzt nochmal schauen, wo die sich gerade versteckt haben. Also auch das ist gedacht, dass man sich dann als Lerngruppe am besten individuell vorbereitet und dann gemeinsam eine Aufgabe macht. Und so gibt es eben insgesamt vier Module. Das Modul 2 geht es eben, dass man die Arten von Beeinträchtigungen ein bisschen kennenlernt und auch assistive Technologien. Und was man so ganz grundlegend auch beim Design dann von digitalen Medien beachten muss. Es geht aber nicht nur um digitale Medien, es geht auch insgesamt um die Lehre, wie man lehrt und wie man eingeht auf Studierende mit Beeinträchtigungen. Das wird dann in Modul 3 nochmal deutlicher. Was bedeutet Studierende mit Beeinträchtigungen? Und was ist Universal Design for Learning? Was sind Nachteilsausgleiche und welche Art gibt es dazu? Und wie macht man Veranstaltungen barrierefrei? Und dann noch eine größere Lektion zu Lernvideos und Vorlesungsaufzeichnungen und auch zu barrierefreien Prüfungen. Also da wird es dann wirklich konkret und die anderen Einheiten könnte man auch sagen, das ist irgendwie so Grundwissen zur digitalen Barrierefreiheit. Hier bei Modul 3, da geht es wirklich um Hochschule oder auch im übertragenen Sinne generell um schulische Kontexte. Und dann haben wir das Modul 4 noch. Da geht es um Dokumente. Insbesondere Word, PowerPoint und Excel. Das sind ja wahrscheinlich die beliebtesten Dokumentformate in Hochschulen und natürlich auch PDF. Und dann aber auch Moodle, ILIAS. Und das, was Sie hier über Moodle und ILIAS lernen, das können Sie auch übertragen auf andere Lernmanagement-Systeme. Aber das sind halt die zwei, die wohl am verbreitetsten sind in Deutschland. Und insgesamt ist es halt immer so, dass wir denken, wir haben so einen Kompromiss gemacht zwischen dem, was man alles wissen sollte, und da gehört eigentlich noch mehr dazu, und natürlich dem Ziel, den Zeitaufwand auch irgendwo in einem, sagen wir mal, Maß zu halten, dass man auch als lehrende Person noch irgendwie hinkriegt. Also idealerweise nimmt man sich irgendwie mal eine Woche frei und macht es durch, oder man macht es von Woche zu Woche wieder ein Modul durch und bereitet sich dann auf die Prüfung vor. Und die Prüfungstermine, die kann ich Ihnen auch gleich noch dann zeigen auf der Folie. Und ich glaube, die stehen jetzt auch da schon drin. Wie geht es weiter? Nochmal so ein Ausblick und nächste Schritte. Ja, also es gibt dann auch ein Kursforum, und in dem Forum, genau, da hat Laura Eppler, meine Mitarbeiterin, jetzt schon was gepostet, nämlich, dass man sich zur Prüfung anmelden kann. Und die Prüfungstermine stehen ja auch schon. Das heißt, wenn Sie dem Kurs beitreten, dann werden Sie auch informiert, was da läuft über das Forum. Und Sie können auch selber im Forum Fragen stellen und wir schauen dann, dass wir sie beantworten. Sie können auch im Forum schauen, ob Sie vielleicht Gruppen bilden können, um gemeinsam zu lernen. Dieses Forum ist einfach nur innerhalb des Kurses sichtbar, nur die Leute, die dem Kurs beitreten, können das dann auch sehen. Aber Sie sollten natürlich keine privaten oder vertraulichen Dinge reinschreiben. Wir haben jetzt
in der Pilotphase dieses Knowledge Badges geplant, vier Prüfungen abzuhalten. Also die Prüfung muss immer beaufsichtigt sein, damit es auch wirklich mit rechten Dingen zugeht. Aber Sie dürfen Ihren eigenen Rechner, Ihren eigenen Laptop mitbringen. Und die Prüfungsphase jetzt, im Prinzip November, Dezember, ist alles in einer Woche gedrängt, nämlich in der Woche vom 26. bis 29. November. Zuerst starten wir in Chemnitz an der TU am Dienstag, 26. November um 10 Uhr. Und dann geht es nachmittags weiter in Bielefeld um 14 Uhr, dann in Siegen am Donnerstag um 10 Uhr und zum Abschluss in Stuttgart an der Hochschule der Medien um 14 Uhr. Und natürlich brauchen Sie nur einen dieser Termine wahrnehmen, nicht alle. Sie dürfen eigentlich auch nur einen wahrnehmen und Sie müssen sich dann anmelden, wo Sie erscheinen wollen. Und dann ist da für Sie ein Platz, wo Sie sich setzen können und die Prüfung schreiben. Ja, die Prüfung findet vor Ort statt, einfach damit wir sicherstellen können, dass auch da nicht betrogen wird. Und wie die Prüfung abläuft, da habe ich gleich noch auch ein paar Folien dazu. So, gerne können Sie auch Zwischenfragen stellen im Chat. Ich versuche das entweder gleich einzubauen oder dann später. Also Examen, das ist diese Prüfung. Man muss eben ein Examen, man muss, wir haben es jetzt mal so eingestellt, von 50 Multiple-Choice-Fragen, also wirklich Multiple-Choice, nicht so wie gerade, das war Single-Choice im Lernkurs, sondern Sie müssen dann aus vier Fragen ein Subset auswählen, das zutrifft. Es kann dann wieder 0 bis 4 Fragen. Nee, Entschuldigung, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Das sind auch Single-Choice-Fragen hier bei der Prüfung. Das ist ja falsch auf der Folie. Müssen wir noch korrigieren. Also Sie müssen sich eine Frage raussuchen aus vieren. Und manchmal ist es eben auch so ein bisschen Ausschlussverfahren, dass man sagt, okay, das könnte sein, das und die scheiden schon mal aus und so. Und das sind dann Inhalte, die Sie in dem Kurs zu lesen oder zu sehen bekommen haben. In Niedersachsen haben wir keine Prüfungsorte, nein. Also das nördlichste ist Bielefeld, was wir, oder da müssten Sie wahrscheinlich nach Bielefeld gehen in dem Fall. Ja, Zeitlimit für die Prüfung sind 60 Minuten, wie hier auf der Folie jetzt auch zu sehen. Aber es ist individuell, das heißt, Sie schreiben im Prinzip in einem speziellen Moodle-Kurs, der nur dann zur Prüfung für Sie offen ist mit entsprechendem Zugangscode. Da schreiben Sie sich ein unter Aufsicht und dann, wenn Sie in diesem Kurs die Prüfung machen, dann läuft die Zeit für Sie individuell. Trotzdem wird natürlich gesagt, so, jetzt können die Leute anfangen, und aber jede von Ihnen bekommt genau 60 Minuten Zeit. Und wir haben dann 50 Fragen für Sie ausgewählt aus einem Katalog von über 150 Fragen. Und es ist eben Single Choice. Wie so ähnlich wie bei einer IAAP-Prüfung, wie CPAC oder WASP-Prüfung. Aber es geht nur eine Stunde, während diese IAAP-Prüfungen immer 2 Stunden gehen. Und wenn die Zeit um ist, dann wird eben automatisch abgebrochen und dann wird sofort auch ausgewertet. Wir haben es jetzt so in der Pilotphase, dass wir gesagt haben, 70% der Antworten sollen richtig sein, also 70% der Fragen richtig beantwortet werden. Und wenn Sie das erreicht haben, dann kriegen Sie auch automatisch ein PDF mit Zertifikat oder Knowledge Badge, wie wir es nennen, zugeschickt. Ja, also einzelne Fragen werden eben als bestanden oder nicht bestanden dann markiert und dann gibt es einen Punkt oder keinen. Ja, und das Knowledge Badge kriegen Sie sofort anschließend als PDF, wenn Sie es erfolgreich, also wenn Sie 70% erreicht haben. Und wir bereiten gerade bei IAAP DACH eine Expertendatenbank vor. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt Ende November schon fertig ist, aber wir werden diese Knowledge Badges dann auch aufführen in der Expertendatenbank, wenn Sie das möchten. Das heißt, Sie können dann einen Eintrag machen. Und das ganze Ziel dieser Expertendatenbank ist einfach, dass man sich
auch auszeichnen kann, selber sagen, die Kompetenzen nachweisen kann im Bereich digitaler Barrierefreiheit. Da gehören natürlich auch die offiziellen IAAP-Zertifikate dazu, falls Sie da eines haben. Ja, das mit der Zeitverlängerung komme ich gleich noch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Da kommt anschließend noch eine Folie. Für die Prüfung müssen Sie sich anmelden. Da müssen Sie dann auch sagen, ob Sie einen Nachteilsausgleich beantragen wollen oder nicht und ob Sie einen Laptop mitbringen oder nicht. Also es ist gewünscht, dass Sie einen Laptop mitbringen. Es gibt eine Prüfungsanmeldung, es gibt ein Formular, das geht auf Lime-Survey-Basis und da können Sie sich dann eintragen mit Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail, Telefonnummer, Organisation. Aber Telefonnummer, Organisation ist optional. Und auch, ob Sie IAP-Mitglied sind, ist optional. Man muss kein Mitglied sein, um dieses Knowledge Badge zu schreiben und zu machen. Und es kostet jetzt im Moment in der Pilotphase auch nichts. Wir halten uns offen, ob wir später irgendwas verlangen, aber im Moment ist es eben auch durch das Forschungsprojekt abgedeckt. Und wir haben assoziierte Partner an den anderen Hochschulen, die das jetzt auch kostenlos diese Prüfung anbieten, dann sind wir dankbar dafür. Und dann müssen Sie sich eben noch zuordnen zu einem dieser Prüfungsorte und Termine, entweder Chemnitz, Bielefeld, Siegen oder Stuttgart. Und dann noch sagen, ob Sie einen Laptop mitbringen. Wenn Sie einen Rechner vor Ort brauchen, dann müssen wir eben dafür sorgen, das kriegen wir hin. Aber dann können Sie natürlich nicht Ihre eigenen assistiven Technologien mitbringen und oder erwarten, dass Sie darauf installiert sind. Und man kann dann eben noch sagen, Antrag auf Nachteilsausgleich. Man bekommt auch einen Nachteilsausgleich. Also zum einen, wenn man eine Schwerbehinderung nachweisen kann, mit den Merkzeichen GL für Gehörlosigkeit und B Begleitperson, BI für, BL für Blindheit und CBL für Taubblindheit. Das ist mit einem Schwerbehindertenausweis. Und es gibt aber auch einen Nachteilsausgleich für Personen, die nicht in Deutschland geboren sind. Wir haben uns dazu entschieden, also die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Und wir geben generell eine Stunde, also die doppelte Zeit, dann als Nachteilsausgleich, also eine Stunde extra, 2 Stunden statt einer Stunde. Es mag etwas pauschal klingen, aber es ist immer sehr schwierig, da irgendwo eine Differenzierung zu machen. Und im Prinzip kriegen Sie, wenn Sie gelernt haben, die 50 Fragen, wahrscheinlich auch in kleinerer Zeit hin. Aber wir wollen da einfach auch das berücksichtigen, wenn da Menschen länger brauchen, aufgrund von Beeinträchtigungen. Ja. Laura hat gerade noch den Link jetzt gepostet für die Prüfungsanmeldung, ist jetzt auch im Chat drin. Und die Termine sind jetzt eben auch zumindest auf unserer Website drin, bei IAP Dach wird es demnächst kommen, nächste Woche. Und Sie können die Prüfung wiederholen. Und wichtig ist ja auch, wie lange man das Knowledge Badge behält, bevor es veraltet. Und wir haben uns entschieden, das auf 5 Jahre zu verleihen. Und man muss dann einfach die Prüfung nochmals machen. Wir machen das nicht so, dass wir jetzt sagen, man muss sich irgendwelche Erneuerungspunkte sammeln, wie das bei IAAP bei den Zertifikaten ist. Das kennen Sie vielleicht. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Muss man nachweisen, dass man sich selber immer wieder weiterbildet und vielleicht auch selbst Weiterbildungsveranstaltungen gibt oder Vorträge hält. Und wir wollen uns diesen Aufwand sparen, sowohl aus Sicht der Kandidaten als auch aus Sicht der Überwachung. Und wir sagen einfach, gut, die Dinge ändern sich. Es wird auch wieder neues Lernmaterial geben nach 5 Jahren. Und deswegen macht es schon auch Sinn, einfach dann nochmal die Prüfung zu machen. So, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Jetzt der Nachteilsausgleich, das haben wir auch schon gelesen gerade über das Formular. Und man muss dann eben beim Nachteilsausgleich die entsprechenden Nachweise einfach mitbringen. Vor Ort werden die dann nochmal geprüft und dann kriegt man vor Ort eben dann die doppelte Zeit. Ja, wozu kann das, ach, da kommt noch eine Frage. Moment, wenn ich keinen Rechner, sondern einen großen Monitor benötige. Okay. Das ist ein guter Hinweis. Wir können schon einen Monitor dann stellen. Das ist ja auch schwierig, den mitzubringen.
zu reisen. Vielleicht machen wir da noch ein Feld rein. Das ist also ganz neu, das Formular. Danke für den Hinweis. Dann machen wir noch ein Feld rein, wo man noch sonstige Bedarfe anmelden kann. Und dann kann man das dann noch berücksichtigen und eventuell auch per E-Mail absprechen. Vielen Dank für den Kommentar. So, also was können Sie mit diesem Knowledge Badge machen? Also es ist natürlich im Hochschulkontext eine Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit. Man bekommt ja da auch immer wieder Angebote, auch von Didaktikzentren aus. Und im Moment ist es nicht so, aber ich würde mir wünschen, dass auch die Didaktikzentren das dann aufnehmen und sagen, dieser Kurs gehört eigentlich zur Grundausbildung für Lehrende. Also es gibt ja auch so ein Didaktikzertifikat von den Didaktikzentren und da müsste das eigentlich mit reingenommen werden. Im Moment ist es aber losgelöst davon. Und natürlich für Hochschulangehörige, die jetzt mit dem Thema Behinderung, Barrierefreiheit zu tun haben, aber vielleicht nicht lehren, zum Beispiel Beauftragte für Studierende mit Behinderungen oder Mitarbeitende im IT-Bereich, QM und Servicestellen, für die ist es auch interessant. Und ja, man kann eben auch durch dieses Knowledge Badge die Sichtbarkeit des Themas nach außen fördern. Und jetzt habe ich da noch eine Beispielfrage für das Zertifikat. Wir haben ja nur bisher diese Quizfragen gehabt in dem Online-Kurs, die sind auch öffentlich, aber die Examensfragen sind natürlich nicht öffentlich. Und diese Frage hier, die ich jetzt hier habe, die ist jetzt nur ein Beispiel, die taucht so nicht in der Datenbank auf. Das heißt, die ist jetzt auch nicht vertraulich. Also, welche der folgenden Aussagen über die automatische Barrierefreiheitsprüfung in MS Word, also geht es um Office Word, ist richtig? Eine davon ist richtig von diesen vier. A, die Barrierefreiheitsprüfung erfasst alle Barrieren in einem Dokument. B, die Barrierefreiheitsprüfung kann so eingestellt werden, dass sie während dem Bearbeiten des Dokuments Fehler anzeigt. C, die Barrierefreiheitsprüfung ist erst ab Office 365 verfügbar. Und D, die Barrierefreiheitsprüfung merkt nicht, wenn man Alternativtexte für Bilder vergisst. Ich würde jetzt einfach mal Sie fragen, was Sie denken. Ich mache mal kurz eine Abstimmung. Wir machen einfach hier also Auswahl A. Und B, Sie können sich mal überlegen, derzeit C und D. So, und jetzt speichern wir das. Also hier Zertifikatsfrage. Und ich werde die jetzt mal aufrufen. Also speichern. Und jetzt muss ich sie dann noch aufrufen dazu. Starten. Was meinen Sie denn? Sie können jetzt hier mal antworten. Ja, A, B, C oder D. Ist einfach nur ein kleines Spielchen. Während Sie das beantworten, kann ich nochmals die Examenstermine zeigen und dann Credits, also diejenigen, die dazu beigetragen haben zu diesem Knowledge Badge, ist natürlich zum einen das Forschungsprojekt Shuffle und seine Projektpartner, aber andererseits auch unsere assoziierten Partner in Chemnitz und Siegen. Vielen Dank dafür, dass Sie eben da auch Räume dann zur Verfügung stellen. Und das Ganze wurde gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Muss aber dazu sagen, das ist jetzt verankert bei IAAP DACH. Also es ist wirklich etwas, was dann auch weitergehen wird und was wir weiter innerhalb von IAAP DACH pflegen werden und anbieten werden. So, und jetzt können wir mal schauen, wie diese Abstimmung zu Ende gegangen ist. Ich kann jetzt Ihnen die Ergebnisse auch freigeben. Gibt es die Möglichkeit, hier das anzuzeigen? Na, ich weiß gar nicht. Ja, okay. Also, Sie haben mit großer Mehrheit
das Richtige gewählt, nämlich B, die Barrierefreiheitsprüfung kann so eingestellt werden, dass sie während dem Bearbeiten des Dokuments Fehler anzeigt. Das haben Sie vielleicht auch schon gemacht. Und man hat dann immer unten so eine Statusmeldung, Barrierefreiheitsprüfung Fehler, und kann das dann eben auch an einem Seitenpanel aufmachen und schauen, wo die Fehler sind. Aber es ist natürlich klar, eine Barrierefreiheitsprüfung, die automatisch ist, auch in Word kann nicht alle Barrieren entdecken, sondern nur einen Teil davon. Deswegen ist A auf jeden Fall falsch. Und es gibt die Barrierefreiheitsprüfung auch schon früheren Office-Versionen, ich glaube ab Office 2019 oder so. Allerdings ist sie am Anfang nur sehr klein gewesen, hat nur sehr wenige Fehler entdeckt, und mittlerweile ist es schon auch besser geworden von der Abdeckung der Barrierenarten. Und sie merkt auch, wenn man Alternativtexte vergisst. Sie merkt aber nicht, wenn man einen Quatsch reinschreibt als Alternativtext. So, ja, das war's eigentlich. Sie können gerne noch Fragen stellen, auch insbesondere zu den Examen. Es wäre natürlich schön, wenn wir Sie da an einem dieser Orte wiedersehen. Es ist jetzt ein Anfang. Wenn Sie da mitmachen in dieser Pilotphase, dann haben Sie die Chance, eben bei den Ersten zu sein, die dieses Knowledge Badge sich erwerben. Wir werden aber weitere Prüfungsphasen dann auch machen. Und wir werden auch daraus lernen. Die Fragen werden auch überarbeitet werden von Zeit zu Zeit aufgrund dessen, was wir eben dann auch an Erfahrungen gemacht haben mit den Prüfungen, die schon abgehalten wurden. Also wenn eine Frage zum Beispiel bei allen richtig beantwortet wurde, dann werden wir sie wahrscheinlich rausnehmen. Wenn eine Frage aber ständig falsch beantwortet wurde, dann müssen wir uns fragen, was daran schlecht gefragt war oder ob missverständlich was war. Und dann werden wir auch entsprechend das überarbeiten. Und wir werden dann immer von Prüfungsphase zu Prüfungsphase Fragen austauschen, zumindest teilweise, weil wir ja einen größeren Fragepool haben als nur 50 Fragen. So, jetzt haben Sie Fragen dazu. Also was man auch machen kann, ist, wenn Sie ganz spezielle Fragen für sich haben, dann können Sie gerne schreiben an bf-lehren@hdm-stuttgart.de, und dann können wir auch ganz individuell antworten für Sie. So, die Frage ist, ob es über den November hinaus weitere Termine geben wird. Ja, aber wir haben sie noch nicht festgelegt. Wir warten jetzt mal den November ab, schauen auch mal, wie das Interesse ist. Aber wir werden vermutlich, ich sag mal, 2 bis 4 Mal im Jahr so Prüfungen anbieten an verschiedenen Orten, die halt da mitmachen. Und Sie können auch gern, wenn Sie irgendwo eine Hochschule haben. Im Fall bietet es sich an, mit Hochschulen zu arbeiten. Sie da einen Raum haben, können Sie auch sagen, ich möchte beim nächsten Mal auch eine Prüfung austragen. Da gibt es dann auch ein Merkblatt für Hosts von Prüfungen. Das können wir Ihnen dann auch zuschicken. Das machen wir gerade noch. Und dann sehen Sie, was für Anforderungen das sind. Im Prinzip muss man halt eine Person stellen, die die Aufsicht führt. Und diese Person muss entweder Mitglied im Orga-Team sein oder die muss selbst schon dieses Zertifikat oder dieses Knowledge Badge haben. Das ist eine ganz neue Sache, die wir jetzt mit IAAP Dach auch im Beirat so beschlossen haben. Und wie gesagt, es ist eine Knowledge Badge, die jetzt als erste kommt, und dann wird es auch noch weitere geben, die ähnlich ablaufen. So im Stile eines Zertifikätchens. Aber wir nennen es nicht Zertifikat, weil es sich einfach unterscheiden soll von den großen Zertifikaten von IAAP. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Also gerne auch Fragen an bf-lehren@hdm-stuttgart.de. Wenn sonst keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, beenden wir das Webinar. Ich warte noch mal kurz, ob es noch weitere Fragen gibt. Und wir werden Sie über unseren Newsletter auf dem Laufenden halten. Vielleicht, Laura, vielleicht kannst du noch mal kurz auch die Anmeldung für den Newsletter noch mal posten. Hier steht sie auch schon auf der Folie. Sie können auch gerne den QR-Code dazu verwenden, um sich anzumelden.
Und da schreiben wir dann auch alles rein, auch über die Ergebnisse dieser Pilotphase. Natürlich keine Namen, aber wie weit es einfach auch erfolgreich war. Ja, danke. Da ist der Link nochmal zur Anmeldung zum Newsletter. Und danke für Ihr Dabeisein. Und dann wünsche ich Ihnen ein schönes, langes Wochenende. Für die, die am Freitag arbeiten, viel Ruhe bei der Arbeit. Das kann man dann auch ausnutzen, diesen Brückentag, und in Ruhe mal Dinge machen, ohne dass es so viele Meetings gibt. Und ja, viel Erfolg bei der Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit an alle. Tschüss.